Hallo, ich bin Adissa und ich lebe in München. Ich bin ein Mensch, der sehr gerne und sehr oft lacht. Dabei zeige ich natürlich auch meine Zähne. Und ich hatte zwei ziemlich unschöne Kronen, die mich sehr, sehr gestört haben, weil sie einen dunklen Rand hatten. Adissa ist ein Mensch, der leidenschaftlich lacht, also sie liebt es zu lachen. Adissa hat einen Wunsch gehabt, dass man bei ihr eine Krone macht, auf der rechten Seite im Oberkiefer, weil Adissa beim Lächeln immer das Gefühl hatte, dass man dunklen Zahn sieht. Vielleicht sehen es 99% der Menschen nicht, aber sie sieht es und das stört sie und das will sie korrigiert bekommen. Durch den Patientenkontakt habe ich gelernt, dass Schönheit eine Kombination aus Form, Farbe, Textur und Fantasie ist. Und es ist die Fantasie des Patienten, die wirklich entscheidet, ob er jetzt glücklich ist. Bei Adissa mussten wir, da sie ein junger Mensch ist, schauen, dass wir einmal das Problem lösen, dass wir einen Kunstzahn machen, dass wir aber auch gleichzeitig schauen, dass es funktionell optimal ist. Also das heißt, dass diese Krone gerade diesen Kauzonenbereich, wo hohe Kaukräfte wirken, dass wir schauen, dass diese Krone auch belastbar ist und gleichzeitig auch ein Material ist, was biologisch super verträglich ist. Das heißt, wir haben nicht nur diesen ästhetischen Anspruch der Patienten, wir haben auch den funktionellen Anspruch vom Zahnarzt und natürlich auch den biologischen Anspruch. Und da muss man natürlich gerade bei dieser Vielzahl von Werkstoffen schauen, dass man das ideale Werkstoff findet. Die Lebensqualität hat sich auf jeden Fall verbessert und ich würde gar nichts mehr daran verändern. Und ich bin jetzt sehr, sehr zufrieden damit.